aus meinem alten Bauwagen, den kennt ihr ja schon, live und in Farbe, möchte ich euch heute mal ein, ja, wie soll ich sagen, Bauwagen ist ja schon Programm, weil ich was bauen möchte. Deshalb habe ich mir diese Location ausgesucht. Ich tobe so durch mein Lager, sehe diese schöne Kiste und denke mir, da geht noch mehr. Aber was? Was kann ich aus dieser Kiste noch Schönes gestalten? Dann gucke ich mir die so an und denke, ey, die sieht irgendwie einfach so schon schön aus mit diesen ganzen gewachsenen Zapfen. Und irgendwie ist die Kiste auch ein Grundgerüst. Das heißt, diese viereckigen Teile hier, die bieten sich doch an, um da vielleicht die Kerzen zu befestigen. Und ja, wie das geht, wie man ein bisschen Schick und Glanz in diese einfache Holzkiste bekommt, das möchte ich euch jetzt zeigen. Guck mal, was ihr braucht. Also, klar, die Kiste kann natürlich auch irgendwie eine Obstkiste sein oder was ihr so habt. Filz. Schniekekerzen, ich habe mal so Lackkerzen gewählt. Kerzenstecker, die ein bisschen mehr können als die üblichen, weil sie A, massiv sind, ein bisschen shabby schick haben. Dann hier von Faddy ein bisschen so eine Bohrmaschine. Und zum Schluss vielleicht noch ein bisschen was Grünes, Buchsbaum, bevor er dann überall im Garten den Geist aufgibt. Ja, vielleicht noch ein paar Dekosterne. Ich habe hier mal so ganz coole. Das sind so Tafelsterne. Guck mal hier, die kann man so auf die Tafel raufstreuen. Die finden noch ein Plätzchen. Oder vielleicht die silbernen Glanzsterne mit dem V oder sowas. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Ich mache es ja auch zum ersten Mal, ne? So, dann starten wir mal. Das, was ich am schlechtesten kann, da fange ich als erstes mit an. Ich bin echt nicht so die, wie soll ich sagen, ich bin nicht Bob der Baumeister. Also bin ich weit von entfernt. Und mein Papa hat schon mal zwei Löcher vorgebohrt. Ich werde jetzt einfach mal das Ganze nachmachen, mittig ansetzen, ist klar. Ja, geht doch. Jo, sehr gut. Schön, schön, schön. Also wenn ich das hinbekomme, dann bekommt ihr das auch hin. Das ist nicht das Problem. So, das Ganze hier nochmal. Professionell ansetzen. Wunderbest. So, so sieht diese Kiste jetzt aus. Aber das sieht natürlich, ja, irgendwie hat die Kiste auch was. Man könnte jetzt das Papier abmachen, das transparent lassen. Man könnte eine Lichterkette reindrehen, dass es so darunter schimmert mit der Holzkiste in Kombination. Also da gibt es ja auch schon wieder tausend Möglichkeiten. Aber ich hatte mir das eben in Wolloptik oder Filzoptik vorgestellt. Und deshalb fange ich jetzt einfach mal an, das Ganze zu wickeln. Tja, was wäre ich ohne meine Heißklebepistole, ne? Das kann man natürlich auch mit kleinen Nadeln machen, aber mit Heißkleber geht es halt am besten, wenn er dann schon heiß ist. Ne? Hier im Bauwagen ist es jetzt ein bisschen kalt. Was heißt kalt? Also kalt. Aber es wird frischer. Und das ist auch gut so, weil dann kommt man auch eher in die Stimmung, hier so schöne Adventsgestecke zu machen. Hey, die ist noch nicht ganz heiß. Wir müssen noch ein bisschen warten. Noch nicht volle Power. Also, ich hole mir jetzt eine andere Heißklebepistole und bin gleich wieder da. So, das ist doch gleich ein anderer Schnack. Heißkleber ansetzen, am Filzband vorüberziehen und dann in die Kiste hinein. Wisst ihr eigentlich, was heute für ein Tag ist? Heute ist Dienstag, ein Feiertag, mitten in der Woche, echt. Oh, da kann ich gar nichts mit anfangen. Da habe ich mir auch gleich gedacht, ich mache erstmal ein schönes, flottes YouTube-Video für euch. So, der mag natürlich jetzt noch ein paar Schichten dazu setzen, weil dass das so richtig warm winterlich eingefettet wird. Sieht auch mit anderen Farben toll aus oder andere Filzbänder kombiniert, wie auch immer. Wenn ihr diese Ohlenziehfäden nicht haben wollt, dann einfach ansetzen. Und dann abdrehen, damit man das nicht alles so hinterherzieht. Jetzt kommen die Kerzen rein. Okay, die sind schief. Da habe ich gleich auch noch eine Idee, dass die stabiler stehen. So, bei den Kerzen, da mogeln wir jetzt ein bisschen. Ich finde, die können gerne ein bisschen höher sein. Ihr könnt natürlich euer Kaugummi nehmen, aber es gibt auch diese
Knetmasse. Oasis Fix nennt man das. Das bekommt ihr beim Floristen. Ein bisschen handwarm machen. Wenn man das dann hier reinsetzt, seht ihr schon, wie 1A fest sie dann ist. Einfach die Kerze damit verlängern. So. Und natürlich oben hier auch um die Kerze fassen und mit Handwärme das Ganze so ein bisschen richtig festmachen. Sind fest. Ja, ich habe mir aber trotzdem noch eben ein paar kleine Nadeln genommen, weil ich es noch ein bisschen anders haben möchte. Das entsteht natürlich auch immer beim Machen. Ich will es hier doch noch ein bisschen kompakter und zu haben. Ja, das sieht doch schon gleich lockerer und lässiger aus. So, erst hatte ich mir überlegt, ich möchte den Buchsbaum außen und zu machen, aber das mache ich jetzt nicht. Ich setze den hier mit in die Kiste rein. Ich überlege mir die ganze Zeit immer wieder was Neues, während ich das mache. Könnt ihr euch das vorstellen? So, so sieht es bis dato aus. Jetzt kann man natürlich noch über den Buchsbaum, da ist noch einer, der kann ja auch noch mit rein, ein bisschen Blattglanz. Das ist so wie Nivea-Creme für das Buchsbaumblatt. Dann hält er noch ein bisschen. Die Kerze hier, die macht mich fertig. Die ist echt, das ist die Halloween-Kerze hier. Pfusch am Bau, ne? Also, mit der Technik, wenn die Technik nicht stimmt, so dann. So. Ich drehe jetzt einmal diese Kiste, damit ihr seht, wie das jetzt aussieht. Diese einfache Holzkiste ist jetzt in nicht mal 5 Minuten schon ein halbfertiges Adventsgesteck oder ein moderner viereckiger Adventskranz geworden, wie auch immer. Ich kann das sogar kippen und es fällt nichts raus, wunderbar. So, jetzt setze ich noch den Clou rein. Da hatte ich ja erst gedacht, okay, so ein bisschen, ne, Glitzerstern. Ich hatte ja auch vorhin schon gesagt, so eine Lichterkette mit einarbeiten. Cool sind natürlich auch solche Geschichten mit so einem Tampen irgendwie davor platzieren. Alles möglich. Auch diese Schneeflocken, diese weißen Sternchen, diese Tafelsterne hier, die gibt es so in so einem 3 im 6er Set. Die finde ich auch irgendwie ganz schön, weil die sowas echt schön Winterliches haben. Die kann man natürlich nicht nur hier reinsetzen, sondern auch außen vor. Ne? Sieht doch gut aus. So, pass auf. Aber jetzt bin ich noch mal eben kurz in den Laden und dann bin ich hier drüber gestolpert und habe mir gedacht, den finde ich jetzt eigentlich ganz gut. Das ist eine Garderobe. Und der hat so was Deftiges, nimmt auch noch mal so ein bisschen den Holzcharakter auf der Holzkiste, die man jetzt gar nicht mehr erkennen kann als Holzkiste. Egal, aber ich finde den da drin eigentlich auch ganz schön. Aber ich würde trotzdem noch Sterne dazu packen und jetzt würde ich das Ganze auch noch mal umwickeln mit einem anderen Filzband, um so ein bisschen noch eine weitere Spannung einzubauen. Könnte es schon so schlicht lassen, aber es sieht auch ganz gut aus, das seht ihr gleich, wenn man das Ganze dann noch mal unterteilt mit so ein bisschen gefärbter Wolle. Das hat jetzt auch so ein bisschen Hütten-Style-Charakter, ne? Aber ich glaube, ich bin einfach schon so in Skiurlaub-Stimmung. Wisst ihr was? Ich fahre nämlich in Skiurlaub dieses Jahr. Nein, Quatsch, Anfang dieses Jahr. Ha, mit meinem Partner. Ich muss auf den aufpassen. Nein, Quatsch. Aber ich habe so, ich freue mich, ich werde echt jetzt ein paar Jahre nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das noch kann. Also ich bin eher so norddeutscher Gaudi so, weißt du? Aber ich freue mich trotzdem. Also ich werde mir einen Skilehrer natürlich nehmen und werde mich schulen lassen. Und ja, und dann kann es eigentlich losgehen. Ja, also wie gesagt, ihr könnt jetzt auch noch so diese Wolle, habe ich jetzt umgedreht. Ich komme nicht so ganz rum. Das muss auch nicht das ganze Band sein, aber der Unterbau war ja schon günstig. Das ist jetzt das fertige Teil. Was ich auch sehr schön sehe, irgendwie so Kitzbühel oder Obertauern in so einer schönen Skihütte. Weißt du, so auf dem Tisch deftig raufgesetzt und dann ist irgendwie das Kaminfeuer brennt im Hintergrund und man kehrt ein, man trinkt Glühwein. So stelle ich mir das dann vor, mein Skiurlaub. Naja, und auch Skifahren, ne? Also das auch, ja. So, jetzt kommen da noch so ein paar, ach, vielleicht hänge ich die auch einfach so lässig hier nur so runter, das geht auch, ne? Das macht richtig Spaß, je mehr man hier so liegen hat und irgendwie dieser Bauwagen, der macht das auch mit mir. Also man hat da so Lust, irgendwie was selber zu bauen, zu arrangieren.
So, an dieser Stelle lasse ich den jetzt erstmal so. Ich hätte doch noch eine Lichterkette damit reinsetzen sollen. Also das wäre auch noch ganz schön, dass so da rausmuckelt so und da ein bisschen draus schimmert. Ja, und ich habe halt immer noch eine weitere Idee unter meiner Mütze versteckt und die zeige ich euch jetzt, weil das wäre etwas quasi für euren Mann. So, mit ein, zwei Handgriffen habe ich das Manlike gemacht. Und zwar einfach nur die schöne Feierabendflasche Bier ins Adventsgesteck rein platziert. Okay, ihr könnt einen Zettel dran machen, ne? Kühles Bier steht im Kühlschrank, ne? Steh auf und hol dir eins. Nein, aber ich wollte einfach nur kurz zeigen, ich nehme dann noch einmal die Farbe auf, ne? So ein bisschen vom Logo. Ich weiß, dass Männer gerne intensive Farben mögen, Rot lieben und deswegen habe ich noch so ein paar Zieräpfel hier bei mir aus dem Garten geholt, beziehungsweise von meinen Eltern, um noch so ein bisschen so einen Farbtouch reinzubekommen und natürlich dieses Rot aufzunehmen. Ja, und dann mal sehen, was der Mann sagt. Und wenn euch das hier Spaß macht, solche bisschen anderen Ideen, Witziges oder Gestecke für den Mann oder wie auch immer, dann gerne liken. Ich freue mich über jeden Like, über ein Abo und dann seid ihr immer bestens informiert. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen ganz tollen Abend, eine geniale Woche, eine wunderschöne Adventszeit und ich habe schon die nächsten Ideen im Schlepptau. Ich gehe jetzt mal rein in den Laden und mache gleich das nächste Teil fertig. Also, tschüss.